am Throne alle Zeit, uns Gnade und Barmherzigkeit. Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns in seine Nachfolge ruft, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, ich begrüße euch zu unserer heiligen Messe. Die Kirche feiert heute ein Fest, das Fest des heiligen Apostel und Evangelisten Matthäus. Er war Zöllner, von den Menschen gemieden, ungerecht, aber er hat sich von Christus rufen lassen, wurde Apostel, und die Tradition schreibt ihm auch zu, dass er das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, den Bericht über das Wirken und die Worte Jesu. Bei den anderen Evangelisten wird dieser Zöllner, der gerufen wird, Levi genannt, nur bei ihm steht Matthäus als Hinweis für ihn selbst. Wir wollen uns freuen, dass Gott jeden Menschen ruft in seine Nachfolge, auf die Wege, die wirklich zum Leben führen. Herr Jesus Christus, du führst zusammen, was getrennt ist. Kyrie eleison. Du rufst uns Sünder, dir zu folgen. Christe eleison. Du lädst uns ein an deinen Tisch. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. So sind wir heute eingeladen, das Lob Gottes zu singen. Gott in der Höhe sei Preis und Ehre, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du wohnst mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast deinen Sohn gesandt, zu suchen und zu retten, was verloren war. In erbarmender Liebe hat er den Zöllner Matthäus zum Apostel berufen. Hilf uns, auf die Fürsprache dieses heiligen Evangelisten mit ganzer Treue Christus nachzufolgen, wie er es getan hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig.
Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er gab dem einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Vor allem du, O Königin, Maria, milde Herrscherin, ihr Engel, Chöre voller Macht, die ihr habt, treulich auf uns acht. Halleluja, 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 Halleluja. Dich, Gott, loben wir. Dich, Herr, preisen wir, dich preist der glorreiche Chor der Apostel. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Evangelium. Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, mit diesem Evangelium, wo wir diese Woche beenden, am Apostelfest, sind wir wieder dort, wo wir schon am Sonntag gestanden haben. Letzten Sonntag erinnert euch ganz ähnlich. Die Pharisäer, die sich empören,
weil Jesus sich mit den Sündern und Zöllnern abgibt, der sogar Mahlgemeinschaft mit ihnen hat. Während sie ja die Theorie hatten, von denen müssen wir uns ganz fernhalten. Das Gleiche heute wieder. Und wir sehen, was das für Wirkung hat, was Jesus tut. Nämlich nicht, dass er von der Sünde angesteckt wird, sondern dass er die Sünde herausführt und hinführt zu einem Leben im Heiligen Geist. Zu einem Leben, wo alle Verkehrtheit abfällt. Das ist die Logik Jesu. Darum sagt er es auch. Ich bin gekommen, um die Sünde zu rufen, die Kranken, die seelisch Kranken, die, denen die Ausrichtung auf das himmlische Glück fehlt. Dieses Evangelium erinnert auch an diesen Mann, der die Woche in unserer Gegend war, dieser Australier Alan Ames, war wunderbar mitzuerleben in St. Oswald bei Freistadt, erstens, dass die Kirche voll war, weil die Leute kommen, denn diesem Prediger sind, ist auch die Gabe der Heilung geschenkt und viele Menschen erfahren dort auch Heilung im Körper. Aber was er uns dann hinführt, ist, dass er uns gezeigt hat, er selbst war ganz verkehrt, kriminell sogar, aggressiv. Und er hat dann bemerkt, in einer Christusvision, Gott geht ihm nach. Und es ist für Gott gar nicht so wesentlich gewesen, wie sein Verhalten war, sondern nur, dass er erkennt, wie sehr er von ihm geliebt ist. Dass Gott ihn liebt, unabhängig von seinem Verhalten. Und das hat diesen Mann geheilt. Das hat ihn umgedreht. Seither ist er auch unterwegs in der ganzen Welt als Missionar, um Zeugnis zu geben für das, wie er diesen befreiten Gott erlebt hat, durch Jesus Christus. Freuen wir uns, dass in unserer Zeit das Gleiche geschieht wie damals. Und schauen wir, wo wir dieses Nachgehen Gottes spüren, lassen wir uns ansprechen und richten wir uns einfach mehr und mehr auf diese Liebe aus. Wir werden einmal nur gefragt werden, wo hast du es nicht versäumt, die Liebe, die von Gott zu dir kommt, weiterzugeben. Nehmen wir uns heute mit im Blick auf Jesus. Ich will Jesus nachfolgen und wie er allen Menschen barmherzig, liebevoll begegnen. Amen. Voll Vertrauen wenden wir uns an Jesus Christus, dessen Evangelium Matthäus der Welt verkündet hat, und bitten: Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Um die Einheit der vielfältigen Begabungen in der Kirche. Herr, erhöre uns. Um das Wachstum von Glaube und Liebe in der Christenheit. Herr, erhöre uns. Um eine aufrichtende und ermutigende Verkündigung deines Evangeliums in der ganzen Welt. Herr, erhöre uns. Um deine verzeihende Liebe für alle, die sich von falschen Wegen abwenden und sich dir zukehren wollen. Herr, erhöre uns. Wir wollen in unsere Bitten auch Altpfarrer Josef einschließen und das Fürbittgebet zu Bischof Rudiger richten. Herr Jesus Christus, im festen Glauben an dich ist Bischof Franz Josef Rudiger zum Zeugen deiner Gegenwart inmitten dieser Welt geworden. Als Zeichen seiner Treue zu dir und als Bekenntnis zur Sündelosigkeit Mariens, die ihr von Anfang an geschenkt war, hat er den Linzer Dom gebaut. Wir bitten dich, schenke uns die Freude, ihn bald als Heiligen verehren zu dürfen, und erhöre die Bitten der Gläubigen, die sich seiner Fürsprache anvertrauen. Wir bitten um die völlige Genesung von Altpfarrer Josef. Christus, erhöre uns. Herr, wir danken dir, dass du auch uns berufen hast, deinem Reich zu dienen. Du bist und bleibst unser Bruder und Herr,
in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr Patriarchen hochgeboren und ihr Propheten auserkoren, o ihr Apostel allesamt, erwählt zu solchem hohem Amt, helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnade und Wahl zum Himmel kommen allzumal. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Herr, wasch ab meine Schuld und meinen Sünden, mach mich rein. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, unser Vater, am Fest des heiligen Matthäus kommen wir mit unseren Gebeten und Gaben zu dir. Du hast die Kirche durch die Predigt der Apostel im Glauben begründet und gestärkt. Nähre sie mit dem Wort der Wahrheit und stärke sie mit dem Brot des Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie schon, Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn hast du die Kirche auf das Fundament der Apostel gegründet, damit sie bis ans Ende der Tage fortbestehe als Zeichen deiner Heiligkeit und allen Menschen die Botschaft des Heiles verkünde. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Ludwig und mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihen es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Matthäus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. So schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein ganzes Volk das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung von den Toten und seine Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie zu eigen an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch die Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorausgegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir beten heute mit Familie Kern, Anton und Waltraud für beiderseits verstorbene Eltern und Großeltern. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Agnes, Cecilia, Anastasia, Lucia, Agatha, Felicita, Perpetua und mit allen deinen Heiligen,
wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die dem Erlösungsweg Christi nachfolgen. Blut Christi, schenke uns ewiges Leben.
Segen wir zum Tag auf der Seite 39, die erste und die dritte Strophe. Uns zum Himmel zu erheben, stiegst du, Herr, zum Staub herab, gabst für uns dein teures Leben, stiegst für unser Heil ins Grab. Heilig, unaussprechlich heilig, bist du unser Herr und Gott. Heilig, unaussprechlich heilig, bist du unser Herr und Gott. Jesus, gib uns deinen Segen, schenk uns ewig deine Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in dieser Feier gewährst du auch uns die Freude, mit der einst Matthäus den Herrn in seinem Haus zum Mahl empfing. Lass uns stets Tischgenossen deines Sohnes sein, der gekommen ist, nicht Gerechte, sondern Sünder zum Heil zu berufen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch jetzt für euer Kommen, Mitfeiern dieser heiligen Messe. Wollen wir uns jetzt auch auf den Weg machen, stellvertretend für unsere beiden Pfarren auf dem Johannespilgerweg, im Gebet auch alles hinzubringen, was wir an Nöten und Bitten haben, aber auch an Dank für allen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinen Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.